Ja, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, man könnte fast meinen, unsere Sanktionen, die beeindrucken den Putin gar nicht so richtig. Und was sind überhaupt Sanktionen, fragen sich jetzt gerade bestimmt viele jüngere Zuschauer. Gute Frage. Unlogo mit Mandy Hausten. Hallo liebe Kinder, mein Name ist Mandy Hausten und ich erkläre euch, was ist eigentlich eine Sanktion? Könnt ihr mal googeln, ne? Schreibt man S-A-N-K-T-I-Ö-N. Sanktion. Eine Sanktion ist ein Druckmittel, um ein Land oder eine Person zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Beispiel, ihr habt bei Aldi eine Palette Dosenbier geklaut, ne? Und dann den BMW von eurem Vati verschrottet. Da ist er natürlich stinksauer, der Vati, und sagt, pass mal auf, Sören Frodo, jetzt bist du fällig, ne? 2 Wochen kein Netflix. Da guckt ihr natürlich blöd und müsst 2 Wochen nur, pass auf, Amazon Prime gucken. Das ist eine Sanktion. Problem? Funktioniert nicht, der Quatsch. Weder bei Menschen noch bei Ländern. Außerdem, Sanktionen haben immer so was furchtbar Lehrerhaftes, ne? Ekelhaft. Hier, wie die Merkel den Putin anguckt. Du kleiner Russenracker, ich weiß doch genau, was du wieder vorhast. Jetzt kassiere ich dein Handy ein und die Krim. Kannst du dir beides nach der Stunde wieder abholen. Sanktionen haben nur einen Sinn, liebe Kinder. Der deutsche Durchschnittsdödel, wo ist er? Da ist er. Der Dödel soll sich moralisch überlegen fühlen, weil wir können das dem Russen ja nicht durchgehen lassen. Ist klar, Schweinchen schlau. Nur mit der Logik müssten wir auch Sanktionen gegen Saudi-Arabien verhängen, ja? Dass den Jemen Schutt und Asche legt. Und natürlich gegen diesen freundlichen Ziegenflüsterer, der gerade die Demokratie abschafft. Aber das will er nicht, der Dödel. Denn diese Sanktionen kosten ja ihn Geld. Und da sagt er sich, nö, no, das machen wir nicht. Ich habe überhaupt noch nie gesagt. Ach komm, hau ab, du Dödel. Wenn ich die Fresse schon sehe, da reg ich mich auf. Diese Gesichtswurst. Sanktionen funktionieren nicht. Punkt. Und wenn überhaupt, dann muss man sich einig sein. Merkel dafür, Steinmeier dagegen. Wie soll denn der Putin das ernst nehmen, ja? Das ist wie in einer privaten Beziehung, liebe Kinder. Du musst dem Partner gegenüber klare Kante zeigen. Da fällt mir ein, Rico, wenn du das hier siehst, ja, ruf mich nie wieder an. Warum rufst du mich nicht an? Du dummes Schwein, bummst dich durch die ganze Nachbarschaft. Ich liebe dich doch, komm zurück. Ich will dich nie wieder sehen. Meine Damen und Herren, nie wieder. Danke für das Hammerwetz. Mandy Hausten. So. Haben wir das doch auch erklärt. Sanktionen.